Mal so ganz entspannt. Ach, Thomas. Völlig tiefenentspannt hier. Wir haben leider kein Bier mehr, das ist ein bisschen schade. Ja, und die Wodkaflasche haben wir gerade aus dem Bild gestellt. Da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Nee, und die ist auch leer. Das ist auch leer, das ist auch ein Problem. Ja, okay. Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder nach langer Zeit ein Interview. Und zwar ein Interview unter dem Motto 10 Fragen an. Und heute überraschenderweise mit 10 Fragen an Thomas B. Jones. Guten Tag. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben schon einen ereignisreichen Vormittag und fast schon Nachmittag hinter uns. Jetzt schon 4:10 in Düsseldorf. Der Thomas hat es tatsächlich in die Landeshauptstadt von NRW geschafft. Ja, hier ist das Wetter einfach besser. Jetzt komme ich halt hierher zum Fotografieren. Genau, hier sind es heute gepflegte 26 Grad, während es in Stuttgart 3 Grad vermutlich immer noch sind. 3 Grad sind, also willkommen im Rheinland. Hier ist das Wetter immer jod. Nee, das stimmt gar nicht, aber tatsächlich heute haben wir einen schönen Tag erwischt. Ja, Thomas. Über Thomas muss ich natürlich eigentlich nicht mehr viel sagen. Ne? Ich spare mir mal so grundsätzlich die Vorstellung, aber du bist Berufsfotograf, du bist YouTuber, du bist Podcaster, du bist Dozent, du bist Fuji X-Photographer, du bist Buchautor. Du hast ein Buch schon in der zweiten Auflage, nämlich die JPEG-Rezepte, veröffentlicht. Du hast jetzt deine mit Bildern Geschichten erzählen. Erste Auflage Buch im D-Punkt Verlag veröffentlicht, zusammen mit, hilf mir schnell, Kai Biermann. Dankeschön. Ich muss noch meinen Buchtitel überlegen, ist alles okay? Ich kann mir nicht mehr den merken. Okay, ja, ich muss auch immer. Sehr schön fand ich das Video, was wir zu meinem Buch mal gemacht haben, wo du gesagt hast, die Kunst, eigenartige Augenblicke einzufangen. Genau. Ja, Buch. Da bin ich deutlich drüber gestolpert. Mir passiert dieser Wortwitz halt auch ständig. Ja, schön, dass du da bist. Es geht um 10 Fragen an Thomas B. Jones heute. Und ich würde einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Und die ist so hohl und einfach und standardmäßig, wie sie nur sein kann. Aber wie bist du, Thomas B. Jones, zum Fotografieren gekommen? Die Frage ist oft gestellt, aber eigentlich auch, ist ja eine spannende Frage. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Bei mir kam es tatsächlich über die Musik. Ich habe damals noch aktiv sehr viel Musik gemacht und ich war latent enttäuscht von den Bildern, die es von uns als Band gab, also die Bandbilder an sich, aber auch was bei Konzerten und so weiter gemacht wurde. Und ich hatte mit Fotografie, außer mit irgendeiner Ritsch-Ratsch-Kamera, nichts am Hut wirklich. Und dachte mir, komm, jetzt gibt es doch diese wunderbaren Digitalkameras. Das muss jetzt total einfach und easy sein alles. Stellt sich raus, war es nicht. Fotografieren war doch kompliziert. Und die Digitalkameras haben anfangs nicht geholfen, dass es einfacher geworden wäre, wenn wir mal ehrlich sind. Und da habe ich halt Bands fotografiert. Ich muss dann auch feststellen, dass es von uns immer noch keine guten Bilder gibt, wenn ich die Bilder mache, weil ich ja nicht beides gleichzeitig machen konnte. Klar. Und ich habe für mich festgestellt, also Konzertfotografie hat mir Spaß gemacht. Und auch dieses Backstage, die Musiker zu fotografieren. Also das, was sonst keiner sieht, das hat mich ja wirklich interessiert dann. Und so bin ich irgendwie von einem ins nächste reingeraten dann. Mit also schon eine Form von Reportage eigentlich. Damals eigentlich einen langen Bogen geschlagen über viele andere Dinge, aber irgendwie doch mit der Reportage tatsächlich angefangen. Ja. Was würdest du sagen, zweite Frage, was bedeutet Fotografie für dich? Oh, jetzt kommt so eine abgedroschene Antwort. Die Fotografie ist eine Eintrittskarte in das Unerwartete oder in das Unbekannte oder so. Ja. Fotografie ist für mich, anders kann man es glaube ich nicht sagen, Lebensmittelpunkt geworden. Weil alles andere bei mir mittlerweile irgendwie einen Bogen zurück zu... Angriff von oben. Ich hoffe, das war nur Blumenwasser. Ich gehe davon aus, ja. Ah, ja. Da oben wird der Balkon gesprengt. Okay, wir haben uns die beste Stelle zum Filmen ausgesucht. Ey, Meister! Freunde, zum Glück bin ich noch bemützt. Okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Sehr gut, schneiden wir alles schneiden raus. Schneiden wir raus. Fucking ernst. Das ist ein Rasensprenger, oder? Wir hatten Rasensprenger auf dem Balkon. Die putzen den vermutlich gerade. Na, ich glaube, es ist gleich vorbei. Ja. Ich bin guter Dinge. Berühmte letzte Worte. Ich glaube, es ist gleich vorbei. Wenn ihr euch wundert, warum wir nach dem Schnitt anders aussehen als vorher, es liegt an diesem, an diesem Regenguss von dem Balkon da oben. Okay, wir sind durch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wir waren bei der Frage. Was Fotografie für mich bedeutet, ja, genau. Ist für mich Lebensmittelpunkt geworden tatsächlich. Ja.
weil alles andere, was ich mittlerweile mache, du hast gerade ganz viele Sachen aufgezählt, die ich mache, und die Liste ist erschreckend lang, wenn ich sie so höre tatsächlich. Das erklärt, warum die Leute immer nicht fassen können, was ich alles mache. Wenn ich so höre, denke ich mir, oh, ja, volles Pensum. Aber alles bezieht sich darauf irgendwie. Die Bücher sind über Fotografie, die Podcasts drehen sich darum, der YouTube-Kanal dreht sich darum. Die Dozentenstelle ist an der Johannes-Gutenberg-Schule in Heidelberg, wo ich für die Fotomeister Unterricht gebe. Alles bezieht sich irgendwie darauf. Ja. Und alles, also Fotografie ist für mich dieses Vehikel, anhand dessen ich alles andere machen kann, was ich gern mache. Und gleichzeitig ist es eben noch eine wunderbare, schöne Kunstform auch. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Buchhaltung mache und sich alles andere darauf bezieht. Die Buchhaltung sollte ich öfters machen. Aber dass eben der Kern des Ganzen auch so was Schönes ist, was mir auch wirklich so viel Spaß macht. Das sind alles, was ich daran andocken kann, mir automatisch immer mit Spaß macht normalerweise. Ja, da habe ich eine Anschlussfrage dann, die würde ich jetzt mal vorziehen. Würdest du sagen, trotz dem Ganzen drumherum, du liebst die Fotografie noch oder fällt es dir schwer, dich auf die Fotografie noch zu fokussieren? Kommt die zu kurz in all dem, was drumherum ist, oder wie würdest du das sagen? Tatsächlich habe ich oftmals das Gefühl, obwohl ich fotografieren, Berufsfotografen, so viel weiß ich nicht. Ich weiß, dass viel anderes ja auch immer dazugehört, und mein Mentor hat mir damals auch gesagt, du wirst erstaunt sein, wie wenig du mal fotografieren wirst. Ja. Tatsächlich kommt mir die Fotografie in ihren Themen zu kurz. So. Mhm. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich eine Zeit lang zu wenig privat fotografiert habe. Einfach so die Familie und mich, sage ich mal. Oder dass ich jetzt wie heute mal wieder wirklich, also wirklich viel Street Photography, es sind ein paar ganz brauchbare Bilder rausgekommen heute Morgen, aber sowas auch öfters zu machen, ohne zu sagen, ah, da wird ein YouTube-Video raus und ein Buch und hast du nicht gesehen. Also dieses einfach nur freie Spielen, sage ich mal. Aber das Fotografie, der Fotografie wegen zu machen, das kommt mir manchmal zu kurz tatsächlich. Mhm. Und da muss ich mich öfter drauf konzentrieren oder mir das auch fest vornehmen, zu sagen, heute gehe ich einfach mal raus und ich nehme nichts anderes mit. Ich mache kein Video draus, ich mache sonst auch nichts draus und ich mache es einfach nur der Fotografie wegen. Ja. Das ist, obwohl sich alles drum dreht, kommen einzelne Sachen dann trotzdem noch zu kurz tatsächlich. Mhm. Ja. Das geht mir auch so, ne? Also gerade dieses Problem der Mehrfachverwertung, was man immer so im Hinterkopf hat, ne? So, ich gehe jetzt mal raus, machst einen Fotowalk, POV, machst eine GoPro dran oder so. Ich versuche das auch ganz bewusst jetzt mal wegzulassen und mich auch wirklich nur darauf zu konzentrieren. Aber ich mache das ja nicht beruflich, deswegen die Frage, ne? Ob dich das nicht vielleicht sogar noch mehr, ob dir das nicht vielleicht sogar noch schwerer fällt. Ich glaube, dass der Unterschied tatsächlich gar nicht so groß ist und vermutlich bei dir einschneidender sein dürfte, weil ich ja trotzdem noch ganz viel andere Fotografie habe. Und du hast deine Fotografie in deiner Freizeit. Mhm. Und wenn dir hier jetzt dieses Content-Ding die Hälfte von Mac frisst, ist es trotzdem die Hälfte dessen, was dir für das Fotografie zur Verfügung steht. Ich habe dann schon den Luxus zum Teil, dass sich bei mir so vieles andere um Fotografie dreht. Also wo ich jetzt in 3 Wochen in Havanna war, dann, ich weiß, dass da andere davon träumen, sowas mal zu machen. Und ich konnte mich da nicht nur auf die Fotografie konzentrieren, aber überhaupt sowas zu machen, ist ja schon viel mehr Zeit, als du vermutlich im ersten halben Jahr mit Street Photography warst. Das habe ich in 3 Wochen konzentriert schon allein in Havanna gemacht. Ja. Aber am Ende, wenn es 50% der Zeit frisst, sind 50% der Zeit weg. Ja, ja, na klar. Wie würdest du deinen fotografischen Stil beschreiben? Hast du einen Stil, der sich so durchzieht? Du machst ganz viel, ne? Du machst Business-Porträts, du hast früher Hochzeiten fotografiert, machst du auch immer noch ab und zu, machst Street, machst Reportage. Aber meinst du, du hast einen Stil schon gefunden für dich? Also schon gefunden ist natürlich gut, ne? Also, ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich die größten Sprünge oder Schritte, mal den Ball flach halten, ich glaube, die größten Schritte hin zu meinem Stil habe ich wirklich erst in den letzten 4 Jahren gemacht. Und ich fotografiere jetzt seit 17 Jahren grob. Ich glaube, dass ich da jetzt merke, dass ich die am ehesten finde, was bin ich in der Fotografie, was finde ich interessant, was erlaube ich mir auch selbst. Das ist was, wo ich jetzt wirklich im letzten Jahr erst, da letzten 2 Jahre, mehr zu mir selbst und zu meiner Fotografie stehe, wo ich wirklich sagen kann, ja, es ist völlig cool, eine Taube zwischen einer Pommes-Fritz-Tüte und einer alten Kippenschachtel zu fotografieren. Wie kommst du da jetzt drauf? Wie komme ich da jetzt drauf? Und das ist okay, dieses Banale mehr reinzulassen, zum Beispiel. Aber für mich ist Fotografie oder Stil ist für mich kein Zustand.
Also glaube ich zumindest nicht. Weil selbst wenn ich mir anschaue, die großen Meisterinnen und Meister der Fotografie, wenn die dann in ihren späten 70er, 80er Jahren noch Interviews geben, die scheinen dann immer noch mal was Neues entdeckt zu haben, wo sich für sie wieder irgendwie verändert hat, weil sie was anderes machen jetzt wieder. Deswegen glaube ich, das ist ein Prozess, der fortlaufend bleibt und der auch hoffentlich tatsächlich kein Ende findet. Auch wenn man immer so danach strebt, ich würde meinen Stil finden und dann bin ich irgendwie fixiert. Mein Stil musst du vielleicht auch ein bisschen unterscheiden in, wie sieht ein Bild aus, das ich gemacht habe. Da Komposition, Farben, hast du nicht gesehen? Und wie mache ich das Bild? Im Sinne von, wie spreche ich mit den Menschen, die ich porträtiere? Das ist der persönliche Stil, der aber auch zum finalen Bild dann ein Stück weit beiträgt. Ich versuche, meine Fotografie, gerade in der Reportagefotografie, in der Streetfotografie, in der Porträtfotografie, auf Augenhöhe zu halten. Mit ganz viel Respekt vor denen, die ich fotografiere. Ich habe mal ein Fotoprojekt gemacht, wo ich mir einfach 2-3 Stunden Zeit genommen habe mit einem Menschen im Studio. Wir haben die ganze Zeit geredet und wenn ich am Ende nur 30 Bilder gemacht habe, dann von eins richtig gut war, war ich völlig glücklich damit. Das zählt auch für mich zu dieser Stilfrage und diesem Respekt und diesem Umgang mit rein, weil ich die Menschen da einfach erkunden wollte, wer sind die eigentlich? Und dann gab es eben diesen einen Moment, wo dann jemand im Lachen ausbricht, wo jemandem fast die Tränen kommen, wenn er was erzählt, und das dann festzuhalten. Und das dann aber auf Augenhöhe irgendwie festzuhalten. Was gerade in der Street Photography, da gibt es ja dann Grenzbereiche, nenne ich sie mal, wo ich es für mich nicht okay finde. Beispiel, in Havanna haben Kai und ich eine Szene gesehen, da saß ein Mann an der Straßenecke, beide Beine amputiert, saß in einem Rollstuhl, mindestens so verwitterter Bart wie meiner. Ich hätte den Mann nicht fotografiert. Einfach aus ethischen Gründen. Respekt. Gründen hätte ich gesagt, fotografiere ich nicht. Aber wir haben ihn angesprochen, wir haben mit ihm uns kurz unterhalten. Kai spricht ja glücklicherweise Spanisch, dadurch ging es dann natürlich wesentlich besser, weil wir beide haben noch mehr gesehen. Hinter ihm an dieser großen Wand waren Che-Gemälde, also Che Guevara, an die Wand gemalt. Das typische Bild von Ernesto. Ja, das, wo jeder kennt. Und was wir gesehen haben, war eben, dass das Gemälde irgendwie durch mangelnde Technik ein trauriger Che irgendwie war. Das sah nicht so happy aus irgendwie auf diesem Gemälde. Also das war so Street-Art-mäßig da reingesprayt. Und diese Kombination, da war plötzlich eine Geschichte da, die sich erzählen lässt, wo nicht nur, guck mal, Mann ohne Beine, wow, groß, sondern jetzt ist da ist ein Kontext da. Es entsteht ein Dialog zwischen dem Mann und dem Porträt oder diesem Gemälde hinter ihm. Und es passiert mehr in dem Bild. Und dann sehe ich es als moralisch vertretbar an, dieses Bild zu machen. Und weil wir auch mit ihm gesprochen haben. Haben wir auch ein paar Pesos gegeben, das tut er uns überhaupt auch nicht weh. Und dann nimm's, also wenn es dir irgendwie hilft, das ist super. Und dann ist ein Bild draus geworden. Dann kann ich sagen, okay, das ist dann okay. Aber also Kai und ich, wenn wir uns danach auch unterhalten, dass es ein Grenzbereich wirklich ist. Sowas dann, das hat uns fiel uns beiden ein bisschen schwer, dann sowas zu fotografieren. Aber das zieht sich für mich so durch diesen Stil und durch die Fotografie aber auch durch, dann zu sagen, okay, mit Respekt an die Sache rangehen, vor meinem Gegenüber, den ich auch vor der Kamera habe. Ja, klar, es geht halt nicht ums Bloßstellen oder das plumpe Zeigen, ne? Sondern wenn das einen Kontext hat, genau wie du sagst, ne? Das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo geschrieben, irgendwie bei dem Thema Ethik. Es gibt immer gute Gründe, Sachen auch zeigen zu müssen, aber es darf halt nicht respektlos oder so plakativ oder ausnutzend sein. Das sehe ich ganz genauso. Was würdest du sagen, aus was für Quellen schöpfst du Inspiration für deine Fotografie? Bücher. Kann ich vollumfänglich zugeben, weil ich wirklich in den letzten Monaten habe ich jetzt angefangen, die ganzen Bücher mir mal anzuschauen, die ich während der 3 Jahre Pandemie gekauft habe. Ja, das geht mir auch so. Ja. Da hat sich ja meine kleine Bibliothek wirklich massiv erweitert. Und was ich vorhin gesagt habe, diese Banalität in der Fotografie ein Stück weit zuzulassen, also Dinge, von denen nur ich die vielleicht interessant finde, habe ich durch William Eggleston jetzt für mich ein bisschen bestätigt bekommen. Der fotografiert hat einfach einen leeren Backofen. Und dann denkt man sich, cool. Also wenn es heute einer auf Instagram posten würde, würden alle den komplett verreißen dafür. William Eggleston ist einer der Fotomeister tatsächlich. Und diese Schönheit in diesen banalen Momenten zu sehen und diese Kompositionsmöglichkeiten, das habe ich schon lange gemacht tatsächlich, aber immer für mich behalten. Und ich habe
vor ein, zwei Jahren habe ich dann irgendwann mal beim Fotologen-Podcast irgendwie erwähnt, dass es Bilder von meiner Schublade sind. Mhm. Habe ich irgendwann einen Instagram-Account gemacht. Die Schublade. Die Schublade, ja. Oder Thomas Jones Schublade, irgendwie sowas. Ja. Und habe da dann die Bilder auch gepostet. Und es ist dann wirklich ein zusammengeklappter Gartenstuhl am Straßenrand und sowas. Und die Inspiration habe ich vielleicht nicht durch Eggleston bekommen, aber die Inspiration, das dann auch tatsächlich mal zu zeigen, die habe ich durch Eggleston bekommen. Aber auch was Reportagethemen angeht, was Porträts angeht, es gibt so unfassbar viele gute Bücher, die viele von uns vermutlich in den Schränken stehen haben. Mhm. Und alle surfen aber auf Instagram und suchen die große Inspiration. Also mein Plädoyer ist, diese Bücher tatsächlich mal zu lesen. Ja. Komma, ich bin aber auch felsenfest davon überzeugt, dass man außerhalb der Fotografie mindestens genauso viel Inspiration finden kann. Also sich andere bildende Kunst anzuschauen, Gemälde sich mal anzuschauen, Skulpturen sich anzuschauen, aber auch die darstellenden Künste sich anzuschauen. Also wer noch nie ein Ballett gesehen hat, ich bin auch relativ neu dazugekommen, muss ich zugeben. Aber auch das inspiriert einen zu Dingen. Und zwar jetzt nicht unbedingt, man könnte jetzt mal irgendwie Balletttänzer irgendwo fotografieren. Mm. Ja, vielleicht, warum auch nicht. Aber die schiere Disziplin, die diese jungen Menschen an den Tag legen, hat mich inspiriert, mal wieder diszipliniert an gewisse Themen ranzugehen. Habt ihr auch in Havanna gesehen, ne? Haben wir auch in Havanna gesehen, genau. Wo wir Felix Rodriguez begleitet haben, das ist der Ballettmaestro in Kuba. Und da haben wir mit ihm so eine Ballettstunde verfolgt. Auch da dachte ich mir, wow, guck mal, was die machen, wie viel Disziplin da dahinter steckt, diese Koordination, diese Hingabe. Und da kann man ganz viel ziehen. Filme sind für mich, also ich bin eher vorher schon immer Filmfan gewesen. Mhm. Und mit der Fotografie kam dann noch eher ein technisches Verständnis dazu. Ja. Meine Frau ist immer irritiert, wenn ich irgendwas im Film pausiere, 15 Sekunden zurückspule, aufs Bild schaue und dann wieder Play drücke. Also ich habe scheinbar irgendwas nicht verstanden, sondern ich habe mir irgendwas angeschaut. Und ich habe so eine kleine Sammlung auch mal angelegt mit einfach Screenshots von Filmen und Serien, wo mir die Lichtsetzung gefallen hat, wo mir irgendwie die Komposition gefallen hat oder so. Da gibt es auch Sachen, die habe ich mir angeguckt, wo mich der Plot null interessiert hat, aber der DOP oder irgendjemand hat was Interessantes gemacht hat mit dem Bild einfach. Da ziehe ich auch ganz viel raus. Mhm. Auch so Color Grading und solche Sachen sicher auch, ne? Ja. Das ist was mich immer beeindruckt. Anknüpfungsfrage zu dem Thema Inspiration, wenn du jetzt sagst, du findest auch irgendwie so die Fotografie im Banalen wieder. Was bedeutet für dich fotografische Entspannung? Kannst du dich beim Fotografieren noch entspannen? Das kann ich glaube verneinen tatsächlich. Okay. Selbst das war für mich ja die analoge Fotografie eine Zeit lang. So diese Entschleunigung und Entspannung geht ja oft einher. Und das habe ich in der analogen Fotografie gesucht. Aber ich bin nun mal, wie ich bin. Und ich suche mir da halt auch die Challenge dann in der analogen Fotografie einfach. Und versuche da Neues rauszufinden. Wie kann ich besser werden? Wie kann das interessanter werden? Wie kann ich Dinge anders machen, auch in der analogen Fotografie vielleicht? Und da bin ich, also da kratze ich absolut an der Oberfläche gegenüber vielen Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich sehr viel mehr machen einfach. Aber ich merke schnell, aber da bin ich einfach so als Typ so gebaut, ich kann nichts zur Entspannung machen. Das kann ich grundsätzlich nicht. Also wenn ich sage immer, ich hätte so gerne ein Hobby, aber ich kann keine Hobbys haben. Das Hobby kann noch so banal sein. Ich würde es versuchen, entweder professionell oder zu Geld zu machen. Kann ich nicht anders. Du suchst die Challenge. Sofort. Ich suche immer, ich suche immer diese Herausforderung. Wie kann ich jetzt hier mehr machen? Das war in der Musik schon damals so. Und ist in der Fotografie hat es ja dazu geführt, dass ich es dann beruflich gemacht habe, letzten Endes sogar. Aber wenn du dich ständig challengest, nächste Frage, bist du jemand, der regelmäßig übt? Also machst du fotografische Fingerübungen? Machst du sowas, dass du sagst, so, ich nehme mir jetzt mal bewusst ein Thema vor, wo ich besser werden will? Und übst das dann auch? Oder ist die Challenge dann auch immer gleich mit einem gewollten Ergebnis verbunden? Wobei ich glaube, dass die beiden Sachen wirklich eng verzahnt sind. Also diese Fingerübungen, ich kenne es aus der Musik, vom Gitarrespielen, von allen Sachen. Da ist es ja oftmals, also als mein Lehrer mir damals gesagt hat, und wir spielen jetzt tausendmal irgendwie C-Dur runter, dachte ich mir, wow, brauche ich das jemals wieder, dieses C-Dur? Spoiler Alert, man braucht es wieder. da ist der konkrete Nutzen oftmals ja nicht so erkennbar, wie wenn ich sage, ich spiele jetzt einen bestimmten Teil von einem Lied und dann kann ich, keine Ahnung, irgendwas von Metallica spielen und freue mich riesig. Ja. Dann kann ich aber nur dieses eine Ding von Metallica spielen. Mache ich die Fingerübungen, die dazu führen,
dass ich dieses Metallica-Ding spielen kann, habe ich am Ende mehr davon. Ja. In der Fotografie ist es oftmals, glaube ich, nachvollziehbarer, weil das Ergebnis, weil wir visuell einfach gebaut sind, das Ergebnis sichtbarer ist und ich sehe, aha, die Lichtsetzung, ich habe hier ein Bild, jetzt, wie baue ich das jetzt bei mir selbst auf? Und dann vergleiche und am Ende denken, ja, kein Wunder fotografiert er seit 40 Jahren und ich halt noch nicht so lang. Und dann kann ich versuchen, da ranzukommen. Ich habe schon hin und wieder mal Ideen, auch für meine Kunden zum Beispiel, wo ich sage, boah, für sie kann ich mir das so und so vorstellen. Ja. Und dann sage ich, ja, super, so machen wir das. Leg auf und denke mir, okay, wie mache ich das, um Gottes Willen? Nur weil ich es mir vorstellen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich es immer gleich umsetzen kann. Ja. Und dann arbeite ich oftmals wirklich mit einem konkreten Ziel, wo ich dann darauf hinarbeite und sage, okay, da will ich jetzt hin, dieses Ergebnis will ich erreichen. Das hat aber, ist bei mir oftmals diese in der Berufsfotografie, weil da Ergebnis natürlich zählt. Ja. Der Kunde kauft Bilder und keine Ausreden. Ja, klar. Und was für mich eher die fotografische Fingerübung ist, wo das Ziel nicht ganz so einfach vor Augen ist, ist für mich zum Beispiel Street Photography. Mhm. Ich finde Street Photography, und das meine ich mit ganz viel Liebe, ist der Bolzplatz der Fotografie. Mhm. Da kann man sich austoben, da kann man Sachen probieren, da können Sachen auch mal schief gehen, da holt man sich auch mal blutige Knie im Zweifelsfall. aber da kann man unendlich viel über Komposition, über die Technik auch lernen, über Storytelling in der Fotografie, weil dass man schnell bei diesem Banalem, irgendjemand sieht halt besonders aus, jetzt fotografiere ich den, das ist oftmals banal dann am Ende. Wie kann ich jetzt aber eine Geschichte drum bauen? Wie kann ich einen Kontext herstellen? Wie kann ich einen Dialog zwischen meinen Einzelteilen im Bild herstellen? Mhm. Und in der Street Photography kannst du im Prinzip, also selbst Blitzen könntest du da lernen, siehe Bruce Gilden. Klar. Da kann man sich so austoben, so viel lernen für alle anderen Genres, die es in der Fotografie gibt. Mhm. Deswegen glaube ich, ist für mich Street Photography immer so das Ding, wo ich am ehesten, ich will nicht sagen, in eine Entspannung kommen, aber in einen gewissen Flow reinkommen kann zumindest, wo ich einfach spielen kann. Ja. Da kann ich mich einfach treiben lassen, ich laufe durch eine Stadt, fotografiere was, dann finde ich das jetzt irgendwie interessanter, dann mache ich da mal irgendwas und es ist bewusst ergebnislos. Mhm. Und das gibt mir zumindest die Chance zu sagen, ich kann mich hier verlieren drin irgendwie und dabei übe ich dann aber ganz viel. Genau, also Thema fotografischer Blick, einfach Dinge Und der ist ja zu sehen. Ja. Dinge zu sehen, genau. Und das ist ja das Schöne, es hat ja keiner mehr eine Ausrede, dass er seinen fotografischen Blick nicht schärfen kann. Wir haben alle unsere Telefone in der Tasche. Das ist ein fieses Weitwinkelobjektiv, was es eigentlich noch schwieriger macht. Challenge. Ja. Jetzt komponier damit mal bitte ein gutes Richtig, Bild. Genau. Ja. Die Blende ist bei den Dingen per se auch schon zu. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt halt eine interessante Komposition irgendwie sehe, kann ich das genauso gut mit einem Telefon festhalten, siehe fotografische Schublade, wie ich es auch mit einer anderen Kamera machen könnte. Ja, und da habe ich mich auch öfter dabei, wie ich dann ein Telefon zücke und irgendwas Banales fotografiere, weil ich es einfach festhalten will. Als kleine Erinnerung, als Notiz. Als Notiz, um zu sagen, guck mal, hier ist was Interessantes in dem Bild und dann kann ich es mir später nochmal anschauen und denke mir, warum habe ich diese Pommes-Tüte hier fotografiert? Und ja, scheinbar war es interessant in dem Moment. Ja. Wechseln wir mal ein bisschen das Thema. Du bist ja jetzt auch mehrfacher Buchautor, habe ich im Intro schon gesagt. Was gefällt dir am meisten am Buchautor sein und was am wenigsten? Der erste Teil ist kurz, glaube ich. Also Bücher schreiben ist für mich die Königsklasse oder die höchste Disziplin dann, wenn man ein Thema wirklich verstehen will. Mhm. Es gibt so dieses, man kann sich selber was erarbeiten, das ist super. Dann, habe ich verstanden, kann ich jetzt. Dann ist es, jemand anderem beizubringen, dann merkt man schnell, oh, ich habe gerade echt noch viel dabei gelernt, als ich es jemand anderem erklärt habe. Ich wusste es vielleicht doch noch nicht so ganz. Ja. Und dann versuchst du ein Buch zu schreiben und dann merkst du, du hast keine Ahnung von dem Thema. Das stimmt allerdings, ja. Und ich bin jemand, ich kann mich in Recherchen wirklich verlieren. Also ich habe in beiden Büchern, gibt es bestimmt Stellen, die sind ein Absatz lang oder ein Satz, wo ich zwei Bücher dafür gelesen habe, 300 Worte runtergeschrieben habe, um es dann auf einen Absatz wieder einzudampfen irgendwie. Weil ich aber wirklich verstehen wollte, was dahinter steckt. Mhm. Dass, wenn ich solche Aussagen gedruckt in einem Buch liefere, ich wirklich sagen kann, ich weiß darüber Bescheid. Mhm. Und, sagen wir ehrlich, bis heute weiß ich nicht darüber Bescheid, über alles, was in den Büchern steht. Es könnte immer noch mehr sein. Aber ich glaube, dass dieses Buchschreiben einem zumindest die
die Entschuldigung gibt, sich so tief in die Themen reinzuarbeiten. Und das ist für mich das Schöne daran, wirklich zu sagen, okay, ich kann mich mal ganz intensiv mit irgendeinem Thema befassen und ich habe einen guten Grund, mich damit ganz intensiv zu befassen. Und am Ende natürlich dieses gedruckte Werk ist wie gedruckte Bilder in der Hand halten. Ja. Das ist natürlich schon ein erhabenes Gefühl auch, zu sagen, hey, das ist mein Bildband oder das ist mein Sachbuch, wo ich über irgendwas schreibe, weil es dann auch fertig ist. Mhm. Das bringt mich dann direkt zum nächsten Punkt. Dann schlägst du das Buch auf oder wie bei mir war es mal wieder meine Mutter, die es aufschlägt und sagt, da ist ein Rechtschreibfehler. Auf der ersten Seite, die sie aufgeschlagen hat. Oh nein. Und dann sag ich mir, wie früher bei den Hausaufgaben, danke. Bücher schreiben ist natürlich ein unendlicher Zeitfresser. Jetzt kommen wir zu diesen Nachteilen. Es ist ein unfassbarer Zeitfresser. Mhm. Auch wenn ich am Ende sagen kann, es ist unglaublich, was dabei rauskommt. Know-how, ein Buch. Bei mir ist es aber halt, es ist ja auch mein Beruf. Ich muss natürlich auch am Ende gucken, wie ich irgendwie meine Rechnung bezahlen kann. Ja. Und das in Bücher schreiben ist einfach voll für einen Papierkorb. Ja. Das bringt einfach finanziell gar nichts. Punkt. Da müssen wir nicht drüber reden. Jedenfalls nicht direkt. Ne? Nee, nicht direkt, genau. Also ich meine, dein Bekanntheitsgrad steigt schon. Und, genau. Es ist dann halt auch geil für die Vita zu sagen. Also man hat ein paar Bücher geschrieben. Auch im professionellen Bereich. Genau. Ne? Hier, ich habe Bücher veröffentlicht. Das Schöne ist ja auch zu sagen, also es bringt einen natürlich auch weiter. Also bei mir, es verzahnt ja alles so viel dann in dem, was ich tue. Ich habe einen Untermieter bei mir in meinem Büro, in meinem Studio drin. Der fragt mich ständig, womit ich eigentlich mein Geld verdiene. Deine Frau. Nee, also meine Frau ist auch mit und die fragt mich das auch schon. Aber die hat es aufgegeben, das zu fragen. Aber das war ein Witz. Der kommt aus einer ganz anderen Ecke und der fragt mich ständig, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Und ich muss mal sagen, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ja. Aber es ist eben diese Kombination aus Büchern, YouTube, Podcast, hier Dozent, da irgendwas tatsächlich auch mal für Geld fotografieren, was dann sich zusammenfügt. Und keine Bücher machen ist ja keine Alternative. Und deswegen sind die ganzen negativen Punkte, die man in so einem Buch hat, wiegen sich am Ende auf jeden Fall auf. Also kein Buch schreiben ist auf jeden Fall schlechter, als ein Buch zu schreiben. Mit Sicherheit, ja. Jetzt hast du bei den positiven Dingen gesagt, du hast dich tief in die technischen Themen reingefressen. Was ist denn für dich in den letzten, sagen wir mal, paar Jahren, fünf Jahren, was ist für dich die größte technische Errungenschaft, die es in der Fotografie noch so für dich gegeben hat? Also wirklich aus der Praxis. Was hat dein Leben einfacher gemacht, so von allen Veränderungen, die es gab in den letzten Jahren? Also ich glaube, die Veränderung, die jetzt mir am nächsten im Kopf hängt, ist tatsächlich die Verbesserung, was Autofokus angeht und alles, was da drumherum sich getan hat. Das mag so klingen wie Autofokus, das hat man doch schon eine Weile. Klar. Aber wie... Das Niveau halt nicht. Das Niveau, genau. Also jetzt speziell bei den Fujifilm-Kameras ist es jetzt ja relativ frisch dabei. Andere Hersteller sind da schon ein bisschen weiter vorne. Aber die Möglichkeit, alles in einem AFC-Modus zu fotografieren mit einer Objekterkennung, die immer die Augen trifft. Ja. Und wenn es einen Hinterkopf sieht, sich denkt, jo, ist ein Hinterkopf von einem Mensch, aber ich bleib mal da dran und fokussiere jetzt nicht irgendwo in die Landschaft rein. Ist für mich natürlich eine Riesenänderung. Also Street Photography bei Offenblende war vor 4 Jahren nicht denkbar. Klar. Und heute, es gibt Bilder, wo ich wirklich einfach eine Kamera hochgezogen habe und blind in ein Motiv rein fotografiert habe. Und die Kamera ein Gesicht erkannt hat, darauf scharf gestellt hat und das war's. Mhm. Und wenn das meine Absicht war, ist es ja perfekt gelaufen dann für mich auch. Mhm. Das ist sicherlich, was in den letzten 1-2 Jahren die größte Veränderung gebracht hat. Mhm. Für mich ist aber die größere Änderung oder die größere Errungenschaft, nennen wir es mal so, fertige Bilder aus der Kamera zu bekommen. Ja. Weil es gibt für mich, und ich werde ja nicht müde, das zu sagen, nichts Schlimmeres als Bildbearbeitung zu machen. Weil am Ende dran zu sitzen und irgendwie stundenlang an irgendwelchen Reglern ziehen, es ist nicht, dass es keine ehrbare Aufgabe ist. Also ich habe eine Freelancerin, die für mich Bildbearbeitung macht und ich habe allergrößten Respekt vor ihrer Arbeit. Die macht das auch besser wie ich, ohne Frage, weil sie es gerne macht. Ja. Aber für mich ist Bildbearbeitung Zeit, die ich nicht in der Street Photography verbringe. Nicht Zeit, die ich mit Lichtsetzung verbringe, nicht Zeit, die ich mit Komposition verbringe. Im Zweifelsfall ist es nicht Zeit, wo ich auf Netflix eine neue Serie gucken kann, wo der Kameramann, die Kamerafrau wirklich geile Arbeit geleistet hat, wo ich mir denke, boah, so baut man ein Bild auf. Ich kann auch in Lightroom sitzen und irgendwelchen Reglern ziehen. Ich will das Ergebnis aus der Kamera haben, um Zeit für die Fotografie tatsächlich wieder zu haben. Ja. Und das hat mich in der Fotografie gehalten damals, mit den ersten Fujifilm-Kameras, die ich mir geholt habe, oder der X100S damals, da habe ich im
im Urlaub in Barcelona nach einem Glas Rioja zu viel das Ding auf JPEG schwarz-weiß eingestellt, einen Tag lang damit fotografiert und war dann erst, und das ist für mich aber bis heute dieser Heureka-Moment, wo ich dann wirklich am Ende da saß und dachte mir, und jetzt kann ich morgen einfach weiter fotografieren, ich muss nichts mehr mit diesen Bildern tun, außer sie auszuwählen, aber das nimmt mir noch keiner ab. Wow, das ist ja cool. Und dann habe ich gemerkt, okay, so komme ich mehr zum Fotografieren. Ich bin schon bei meiner letzten Frage, nämlich Frage Nummer 10. Was können wir von dir, worauf können wir uns von dir freuen in der nächsten Zukunft? Was hast du so für Projekte in Planung? Hast du irgendwie was geplant, konkret? Oder? Es gibt unglaublich viele Bälle, die in der Luft sind. Wobei, das klingt mehr nach Jonglieren. Es ist aber tatsächlich mehr so, man wirft die Bälle gegen die Wand und guckt, welche kleben bleiben. Oder zurückkommen und einen mit voller Härte treffen. Auch das gibt's. Ich habe tatsächlich nicht so viele Sachen für dieses Jahr geplant, weil 2022 für mich ein unglaublich volles Jahr war. Und ich versuche jedes Jahr für mich unter ein Motto zu stellen, nenne ich es mal. Und dieses Jahr ist es definitiv nicht das gleiche Motto wie im letzten Jahr. Ich habe letztes Jahr 2 Bücher geschrieben. Ich habe unglaublich viel YouTube gemacht, war Reisen. Es war unglaublich viel drin in diesem Jahr. Und für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, das Ganze in eine gewisse Balance zu kriegen wieder. Und das heißt, dass erstmal weniger Sichtbares passiert, aber vielleicht ein paar Grundsteine wieder gelegt werden, um andere Projekte nachhaltiger auch tatsächlich hinzukriegen. Ja. Ich habe für mich gemerkt zum Beispiel, und das kann ich so ein bisschen rausspoilern vielleicht, dass ich ein unglaubliches Interesse am gedruckten Bild entwickelt habe. Also ich werde schauen, dass ich nochmal, der wird dieses Jahr nicht erscheinen, aber ich will nochmal ein Bildband machen. Ich will aber irgendwas mit Magazinen mehr machen. Ich will vielleicht nochmal ein bisschen gucken, okay, was lässt sich mit Ausstellungen irgendwie machen. So eine Art, würde ich bei mir in Kirchheim Tech eine kleine Pop-Up-Ausstellung mit anderen Fotografinnen und Fotografen zusammen zu machen, um Fotografie als Kunstform auch sichtbarer zu machen für alle, dass es unausweichlich ist. Das habe ich über die Ausstellung in Baden bei Wien über Lagacy gesagt. Die haben im Prinzip den kompletten Ort mit Fotografie gepflastert und es ist unausweichlich, gute Fotografie zu sehen. Auch für Menschen, die nichts damit zu tun haben. Und kein, ich will nicht sagen kein Verständnis dafür haben, aber kein tiefgehendes Verständnis für Fotografie als Kunst oder als Journalismus haben. Und trotzdem sehen sie die Bilder und hast dadurch einfach eine Chance, die Leute zu erreichen. Du erreichst sie eben nicht mehr bei Instagram. Das ist einfach komplett für den Papierkorb. Und ich glaube da auch nicht mehr dran. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit sein kann, auf eine Ausstellung aufmerksam zu machen. Aber die Ausstellung ist das, wo ich eigentlich die Leute hinkriegen wollte. Oder an ein Buch, an ein gedrucktes Magazin, da mehr zu machen. Also da wird sich meine Intention, meine Energie in diesem Jahr mehr hinbewegen tatsächlich. Da weiterhin so viel zu machen oder vielleicht sogar mehr zu machen dann in der Zukunft. Cool, hört sich super an. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und ich denke, meine Zuschauer auch. Wir sind am Ende unseres Interviews. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Interview. Und euch hat es hoffentlich auch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir uns gerne ein Like da. Abonniert den Kanal von Tom, ist so noch nicht geschehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Vergnügen, bleibt gesund, bis dahin und ciao. Ciao. Cool. Wunderbar. Lieber.